Wir vermissen dich so sehr. Und ich denke Tag und Nacht an dich. 2003 beginnt der Bruder der Vermissten, den Fall neu aufzurollen. Zu meinem Entsetzen musste ich ja dann feststellen, dass die letzten 10 Jahre überhaupt nichts mehr passiert war. Wolfgang Sielaff kann nicht vergessen. Er war Hamburgs höchster Kripo-Beamter, klärte spektakuläre Verbrechen und war im Fall seiner Schwester nicht zuständig. Die Dokumentation Eiskalte Spur begleitet Sielaff, wie er nach seiner Pensionierung jahrelang den Fall neu recherchiert. Ein sogenannter Cold Case mit wenig Hoffnung auf Klärung. Der Film schildert detailliert die Fakten, die letzten Kontakte, die Sackgassen der Ermittlungen, auch die Verzweiflung der Hinterbliebenen. Nicht als Hollywood-mäßige Fiktion und doch als filmreifes Drama. Mühsame kriminalistische Arbeit, um nach quälenden Jahrzehnten die Wahrheit zu erfahren. Um das zu schaffen, bildet Wolfgang Sielaff ein Team mit alten Kollegen. Er forscht auch in Lüneburg nach, wo man damals zuständig war. Will Akten einsehen, die Ermittler sprechen. Ich merkte, ich stoße da auf eine Mauer, die ich nicht durchdringen kann. Also die ganze Körpersprache war eher auf Ablehnung. Und also nicht etwa hier auf Aufgeschlossenheit, Kooperation, Neugier wäre auch vielleicht nochmal ganz wichtig. Was hast du denn alles, was wir vielleicht nicht oder wo wir sonst hier an Karren fahren, könnte man ja so offen drüber reden, so wie ich das jetzt hier tue. Das war aber nicht der Fall. Es war eher so ein eisiges Schweigen. Schnell zeigt sich, die Polizei konzentriert sich damals auf einen anderen Fall, der sich in der Görde abspielte, einem nahen Waldgebiet. In der Nähe von Lüneburg wurden innerhalb von wenigen Wochen 4 Menschen ermordet. Die Görde-Morde überschatten alles. Eine Verbindung zur vermissten Birgit Meyer wird damals nicht hergestellt. Das Team um Wolfgang Sielaff wird aber im Laufe seiner Ermittlungen genau so eine Verbindung entdecken. Sie verfolgen akribisch mehrere Spuren. Und eine ganz besonders. Denn im Fall von Sielaffs Schwester gab es einen Verdächtigen. Kurt Werner Wichmann. Er soll Kontakt zu Birgit Meyer gesucht haben. Und er wohnte auch ganz in der Nähe. Wichmann war vorbestraft. Wegen Gewalt und Sexualdelikten. Bei einer Hausdurchsuchung fand man auch ein geheimes Zimmer. Mit Sadomaso-Pornos, Feuerwaffen und Medienberichten zu den Görde-Morden und der verschwundenen Birgit Meyer. Jahrzehnte später sucht Wolfgang Sielaff dieses Geheimzimmer auf, um sich ein eigenes Bild zu machen. Wir wissen ja auch, dass er, Stichwort der Narzisst, gerne Sachen aufbewahrte, die etwas zu tun hatten mit seinen möglichen Taten. Also früher hat die Kriminalpolizei bei ihm auch gefunden, Zeitungsausschnitte über Taten, die er selbst begangen hat, die auch aktenkundig geworden sind. Der tatverdächtige Wichmann erhängte sich damals allerdings in der Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wurden eingestellt, obwohl Birgit Meyer verschwunden blieb. Doch Wolfgang Sielaffs Beharrlichkeit überzeugt schließlich auch die Lüneburger Polizei, die neu recherchiert und nun auch Zusammenhänge zu den Görde-Morden entdeckt. Eine weitere Hausdurchsuchung folgt. Ja, ich habe eine große Erwartung natürlich daran, dass heute vielleicht ein Geheimnis gelüftet werden könnte. Zunächst geht es ja erstmal darum, dass die Polizei feststellt, was es mit diesem Hohlraum, der da ja ganz offenbar ist, für eine Bewandtnis hat. Und natürlich schwingt bei mir auch immer die Hoffnung mit, dass wir irgendeine Spur finden von meiner Schwester. Die Polizei findet nichts. Doch Wolfgang Sielaff und seine Leute geben nicht auf, bohren wortwörtlich weiter und tiefer. Und schließlich ist das NDR-Team exklusiv dabei, wie die Ermittler das Verschwinden von Birgit Meyer aufklären. Gott, Gott, das hätte ich ja nun echt nie erwartet. Hatte ich natürlich so eine Schockwelle, die durch meinen Körper ging, aber im gleichen, geradezu Sekundenbruchteilen auch eine Erleichterung. Weil mir eigentlich deutlich war, also das dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Birgit sein.
Eiskalte Spur eröffnet am Ende ein grausiges Szenario, weil nun immer mehr Funde immer mehr Fragen aufwerfen. War Wichmann womöglich der Göhrde-Mörder? War er vielleicht sogar für weitere rätselhafte Morde verantwortlich? Ein Serienkiller? Hatte er vielleicht gar einen Helfer? Die Ermittlungen dauern an.